Moin Leute und willkommen zu einem neuen Part von TryJump, dem Spiel, was mein Lieblingsspiel ist. Da wurde ich mal wieder angeschrien. Naja, es kann sein, dass ich richtig, richtig scheiße bin, weil jetzt mehrere Stunden vergangen sind, seitdem ich heute gespielt habe, weil der Server vorhin mehrere Stunden lang Probleme hatte, dass man nicht mehr in die TryJump-Runden joinen konnte, was mir nicht gefallen hat. Was aber im Endeffekt in Ordnung war. Aber dadurch ist mein kompletter Skill verloren gegangen, so wie es aussieht. Boah, endlich, ey. Vor allem, weil ich habe vorhin im PvP-Fight übelst reingelost gegen Michi HHD. Ich habe zwar gewonnen, aber der hat mich einmal getötet. Und das passiert mir nie, dass ich einmal im 1 gegen 1 sterbe in TryJump. Ich hoffe, dass wir wenigstens mal die 3050 wieder schaffen oder so. Weil das war vorhin recht schwer, überhaupt an Punkte zu kommen. Weil ich bei der Kommentation irgendwann nicht mehr weitergekommen bin bei Flaschenpost. Weil mir nichts einfällt, was ich kommentieren soll. Aber ich kommentiere jetzt einfach mal die Jumps hier. Also das hier ist auf jeden Fall ein schwerer Jump. Hier muss man direkt durchjumpen. Also das Modul Sherlock war immer eins der schwereren Art, finde ich. Ist es ja auch, zum Glück. Aber es gibt nur noch einen Sprung, der mir wirklich schwer fällt. Und zwar den hier. Aber den schaffe ich jetzt mittlerweile auch jedes Mal. Deswegen könnte es für mich jetzt mittlerweile als Medium-Modul durchgehen. Vielleicht nochmal hier kann man failen. Aber das hier ist für mich ein Extreme-Modul immer gewesen. Nur wegen dem Sprung hier. Aber mittlerweile schaffe ich den eigentlich auch immer. Aber den, das war jetzt schon irgendwie ein bisschen an der Schmerzgrenze zum Brüllen. Aber ich unterlasse es immer so gerne zu brüllen, weil das schlecht ist. Das ist nicht gut, wenn man wütend wird durch ein Spiel aus Einsen und Nullen. So, Käse. Käse. Absolute Scheiße. Weil man hier keinen Doppelsprung machen kann. Aber man kann wohl anmachen. Aber dann der Sprung hier und dann kommt der ultimative Tötungssprung. Der absolute Zerstörersprung. Nämlich... der hier, den habe ich noch nie geschafft. Nee. Nein, ich habe es geschafft. Was? So, das sind wir jetzt auch schon im PvP-Part. Ich bin mal gespannt, wie die Leute spielen. Der hier scheint nicht so der beste PvPler zu sein. Obwohl er mir einen Hit gegeben hat, als ich den versucht habe, eine Angel zu geben. Der hier ist jetzt wirklich nicht gut. Wurde auch getötet, so wie es sich gehört. Hier ist wieder der Holzkopf. Wortspiel. Lustig ist nicht. Ah, der hier, der will richtig geschlagen werden, wegen seinem Bow-Spam hier. Kann aber auch nichts mit dem Bogen. Außer spammen. L2P, Alter. Sorry, dass ich das sage, aber der spammt mit dem Bogen und kriegt nicht mal ansatzweise was hin. Boah, das steht da immer noch. Zwei Bow-Spammer in der Runde? Ne? Das sehe ich nicht ein. So. Das ging schnell. Ach nein. Wenn der wegrennt, dann packe ich den Bogen aus. So, da ist er. Oh, da hat er irgendwas weggeworfen. Pfeile. Kein guter Zug von ihm. Aber vielleicht doch. Er hat mir auf jeden Fall gut Schaden gemacht. Und er spawnt direkt in mir. Nicht so vorteilhaft. Aber wir haben Regeneration am Start. Und geben ihm absolute Hits. Und 8er KD. Okay, das hat mir gefallen. Wenn euch das auch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Bis dann und ciao.